In der Tat, der Einfluss des niedrigen Zinsumfeldes ist erheblich und er betrifft eigentlich alle Banken über alle Sektoren des deutschen Bankensystems hinweg. Alle Banken müssen eher entsprechend des Geschäftsmodells und der Strategie, die sie verfolgen, darauf reagieren, weniger basierend auf dem rechtlichen Format, also Genossenschaftsbank versus Sparkasse oder private Bank. Je stärker sie vom zinstragenden Geschäft abhängig sind, desto stärker leiden sie unter dem Verfall der Erträge. Alle Banken müssen darauf reagieren und tun es natürlich auch. Sie versuchen, Gebührentatbestände zu stabilisieren. Sie versuchen auch, provisionstragendes Geschäft zu steigern. Aber es ist die Nummer eins Herausforderung für das gesamte deutsche Bankensystem über alle Sektoren hinweg.